So Leute, willkommen zum Interviewvideo, welches ich ja im ersten Part von Pokémon Alpha Saphir angesprochen habe. Aber hier noch einmal die Eckdaten, und zwar, ich war vor ein paar Tagen für euch in Mailand unterwegs und habe mich dort mit Junichi Masuda und Shigeru Omori von Game Freak getroffen, um diese zu interviewen. Max Drews, ein sehr guter Freund von mir, war ebenfalls mit dabei und wird gleich das Voice-Over für Herrn Masuda und Herrn Omori übernehmen. Ich übernehme das Voice-Over von mir selbst. Ja, ich spreche mich selbst auch nochmal ein. Ich habe zwar auf Deutsch gesprochen, aber damit alles auch auf einer einheitlichen Lautstärke ist, dachte ich mir, dass das besser wäre. Doch jetzt erst einmal viel Spaß! Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir. Endlich ist es soweit und ich denke, ich spreche da auch im Namen sehr vieler Fans, die sich das schon sehr lange gewünscht haben. Deswegen lautet meine erste Frage gleich, wie stark haben die Wünsche der Fans sie, wenn überhaupt, beeinflusst, die Remakes jetzt tatsächlich zu produzieren? Die Originalspiele Pokémon Rubin Edition und Pokémon Saphir Edition wurden 2002 in Japan veröffentlicht. Und zu ihrem 10. Jahrestag wurde Herr Omori zum Projektleiter der neuen Remakes ernannt. Zu dem Zeitpunkt waren wir noch mitten in der Entwicklung von Pokémon X und Pokémon Y. Allerdings hatten wir schon jede Menge Ideen, wie zum Beispiel Überflieger, der neuen Funktion, mit der man über die gesamte Hoenn-Region fliegen kann, oder dass man zusammen mit X und Y in der Lage ist, den gesamten nationalen Pokédex zu füllen. Der Anfangspunkt des Projekts war aber sicher, dass jede Menge Twitter-Nachrichten zum 10. Jahrestag von Pokémon Rubin Edition und Pokémon Saphir Edition eingegangen sind. Ich war überrascht, dass seit ihrer Veröffentlichung schon 10 Jahre ins Land gegangen sind. Die Zeit ist wie im Flug vergangen. Man könnte daher durchaus sagen, dass die Wünsche der Fans einer der ausschlaggebenden Gründe für die Remakes waren. Als die Originalspiele Pokémon Rubin Edition und Pokémon Saphir Edition veröffentlicht wurden, gab es diese ganzen neuen Medien wie Twitter und Facebook noch gar nicht. Es gab keine Smartphones. Und wenn man sich einen ganz normalen Fernseher angesehen hat, die waren noch riesengroß. Heutzutage hat man natürlich diese ganzen Möglichkeiten. Man hat Twitter und Facebook und kann sich Meinungen der Fans und Spieler natürlich auch anhören. Ich kann mir vorstellen, dass es bestimmt auch ein gutes Gefühl ist. Immerhin merkt man dadurch, dass die Spiele nach all den Jahren weiterhin zeitlos sind. Und ich für meinen Teil kann auch sagen, dass es irgendwo auch immer ein versteckter Wunsch von mir selbst war. Haben dir die Originale Spaß gemacht? Damit verbinde ich am meisten in meiner Kindheit. Das freut mich sehr. Es war wohl eine gute Entscheidung, die Remakes zu entwickeln. Was ich mich damals schon seit der Ankündigung von Omega Rubin und Alpha Saphir gefragt habe, wenn man sich die Vergangenheit der Pokémon-Spiele anschaut, Feuerrot und Blattgrün erschienen damals als Remakes der ersten Generation für die dritte. Und HeartGold und SoulSilver kamen als Remakes der zweiten Generation für die vierte. Anhand dessen hätte man vermuten können, dass ein Remake der dritten Generation für die fünfte erscheinen würde. Tatsächlich kam es jedoch jetzt erst für die sechste Generation. Gab es einen bestimmten Grund, bis zu diesem Zeitpunkt zu warten, oder hat es sich einfach so entwickelt? Zum einen war natürlich der 10. Jahrestag der Originale ein ausschlaggebender Grund, wie auch die extrem hohen Erwartungen der Fans auf Twitter, die sich alle ein Remake der beiden Spiele gewünscht haben.
ラーの人たちがものすごい言ってくれたっていうのは、そのタイミングに関して言うと多分影響はあるんだろうな。Aber deswegen bitte nicht jetzt schon anfangen, nach Remakes von Pokémon Perl und Diamant Edition zu fragen. Dann kann ich mir die nächste Frage ja direkt sparen. Was ja wieder sehr groß angepriesen wurde und was ich auch sehr begrüße, ist, dass es in Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir wieder jede Menge neue Mega-Entwicklungen gibt. Umso schöner zu sehen, dass es auch überwiegend welche aus der Hoenn-Region sind. Was ich mich jedoch schon seit der Anlegung für Pokémon X und Y damals gefragt habe: Wie wird denn überhaupt entschieden, welche Pokémon nun tatsächlich zur Mega-Entwicklung fähig sein sollen? Gibt es eventuell sogar eine interne Beliebtheitsskala der Mitarbeiter von Game Freak? Zum ersten Mal gab es die Mega-Entwicklung in Pokémon X und Y. Dort haben wir Entwickler auch verschiedene Online-Funktionen integriert, wie zum Beispiel bewertete Kämpfe. Und darauf aufbauend fanden letztes Jahr auch wieder die Pokémon-Weltmeisterschaften statt. Ausgehend von den Beobachtungen, wie die Kämpfe dort abgelaufen sind und wie bestimmte Pokémon abgeschnitten haben, haben wir uns gedacht, dass wir mit den Mega-Entwicklungen die Balance verbessern können. Dies ist einer der Faktoren, nach denen wir unsere Wahl treffen. Außerdem ging es uns darum, welche Pokémon für die Originalspiele Pokémon Rubin und Saphir Edition interessant sind und auch darum, die Leute zu überraschen, wenn Pokémon, von denen man nicht erwartet hätte, dass sie zur Mega-Entwicklung fähig sein würden, nun doch eine vollziehen können. Deswegen haben wir uns auch mit den Leuten, die das Skript geschrieben haben, oder mit den Grafikdesignern abgesprochen, welche Pokémon Sinn ergeben würden. Das ist vermutlich auch einer der spannendsten Dinge, würde ich schon fast sagen, da man dadurch natürlich auch die Möglichkeiten hat, Pokémon, die schon viele Jahre alt sind, wieder neuen Glanz zu verleihen. Wer hätte beispielsweise an Bibo gedacht? Ich denke, das hat die meisten sehr überrascht. Durch die Mega-Entwicklung hat man die Möglichkeit, alte Pokémon aus den allerersten Spielen noch einmal ins Rampenlicht zu rücken. Zum Beispiel hätte auch niemand daran gedacht, dass Lamus nochmal so hervorgehoben werden würde. Durch die Mega-Entwicklung ist das alles möglich und das ist natürlich sowohl für die Spieleentwickler als auch für die Spieler interessant. Egal, ob sie Neuansteiger sind oder bereits seit den ersten Spielen dabei waren. Da kann ich nur zustimmen und da muss ich doch glatt mal fragen, was ist denn Ihre persönliche Lieblings-Mega-Entwicklung? Meine ist ja in jedem Fall Mega Metagross. Ich mag Mega Lamus sehr gerne, das ich ja auch bei den diesjährigen Weltmeisterschaften vorgestellt habe. Mega Sumpex ist für mich das Interessanteste. Mit seinen dicken und kräftigen Armen finde ich es besonders beeindruckend. Wo wir noch bei den Mega-Entwicklungen sind, was ich auch sehr interessant finde. Da wir gerade schon bei den Mega-Entwicklungen sind, Rayquaza hat eine Mega-Entwicklung bekommen. Groudon und Kyogre hingegen verwandeln sich in Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir in ihre Proto-Formen. Da frage ich mich, gab es einen bestimmten Grund dafür, dass sie diesen Unterschied extra hervorgehoben haben? Vielleicht sogar, um auf ältere Mechaniken anzuspielen, wenn man an Pokémon wie Kyurem denkt, die auch ihre Form verändern konnten?
welches auch verschiedene Formen hatte, um beides in eins zu packen. Ah, hi, hi. Es gab dieses Mal einen anderen Grund, diese neue Form der Entwicklung für Kyogre und Groudon einzuführen. Diese beiden Pokémon sollen früher, vor Urzeiten, ganz besondere Kräfte gehabt haben, die durch die Energie der hohen Region gespeist wurden, während Rayquaza seine Mega-Entwicklung tatsächlich durch seine Verbindung zum Trainer durchführt. Das heißt, dadurch, dass sich der Trainer und Rayquaza gut verstehen, wird die Mega-Entwicklung ausgelöst. Durch diese Unterscheidung, was die Auslöser für bestimmte starke Entwicklungen angeht, wollten wir den Spielern einen Denkanstoß geben, um darüber nachzudenken, was genau ist eigentlich die Mega-Entwicklung. Wir wollten die Mega-Entwicklung von anderen Formen der Entwicklungsstärke abgrenzen und allgemein Neugierde beim Spieler zu diesem Phänomen der verschiedenen Entwicklungsformen wecken. Das ist auf jeden Fall gelungen und ich möchte nebenbei anmerken, dass ich sehr neidisch auf die beiden Plüschfiguren bin. Die haben wir extra aus Japan mitgebracht. Könnten Sie die vielleicht mal kurz in die Kamera halten? Ich würde gerne noch auf einen Punkt zu sprechen kommen, den Sie vorhin schon mal erwähnt haben. Und zwar ein Pokémon XY wurde. Ich würde gerne noch mal auf einen Punkt zu sprechen kommen, über den wir vorhin schon mal ansatzweise gesprochen haben. In Pokémon X und Y wurde das Supertraining eingeführt und zusätzlich in Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir das Pokédex Navi, mit dem man sogar Pokémon fangen kann, die über besondere Attacken verfügen. Das und noch mehr, wie beispielsweise die deutlich angenehmere Zucht, weckt bei mir den Eindruck, als wären sie bewusst auf die Turnierspieler zugegangen, da man Pokémon ja auf verschiedene Varianten spielen und genießen kann. Daher würde ich gerne wissen, ob das tatsächlich die Intention dahinter war. Und da würde ich einfach mal gerne wissen, ob das tatsächlich die Intention dahinter war. So, das ist so. Das war einer der Gründe. Pokémon ist allgemein ein extrem tiefes Spiel, besonders das Kampfsystem. Und gerade dadurch, dass es so tief ist, ist es nicht für alle sofort zugänglich. Und dadurch, dass wir Spielern zum Beispiel die Möglichkeiten gegeben haben, Pokémon mit besonderen Attacken leichter zu finden, soll bei ihnen die Neugierde geweckt werden. Was kann ich mit dieser Attacke anfangen? Vielleicht schaue ich doch mal genauer nach, wie das mit dem Kampfsystem funktioniert. Und somit soll natürlich auch die Anzahl der Spieler erhöht werden, die an Turnieren teilnehmen. Das begrüße ich auf jeden Fall sehr und laut diversem Feedback funktioniert's. Die Leute heutzutage sind alle so beschäftigt. Alle schreiben Nachrichten bei Twitter oder Facebook. Dadurch, dass immer mehr dazukommt, seien es nur die Mega-Evolution oder der Pokédex Navi und all die anderen Features, frage ich mich natürlich auch, ob es. Dadurch, dass immer mehr dazukommt, wie nun beispielsweise die Mega-Entwicklung in X und Y oder das Pokédex Navi in Oras oder eben all die anderen Features, frage ich mich, ob es dadurch nicht immer schwieriger wird, all den Content auf ein einziges Spiel zu packen. Manche Features waren stets exklusiv für die jeweiligen Spiele. Die Geheimbasen beispielsweise gab es ja nach Hoenn nicht mehr. Oder auch, dass die Pokémon einem in Heart Gold und Soul Silver nachgelaufen sind.
Ist es schwierig, da zu entscheiden, was in Zukunft noch dabei sein soll? Ich könnte mir gut vorstellen, dass der Überflieger wohl auch nur in Omega Rubin und Alpha Saphir enthalten sein wird. Jedes Spiel hat ein bestimmtes Thema, an das die Spielfunktionen angepasst werden. Das heißt zum Beispiel, wenn man sich die intendierte japanische Schreibweise von Hoenn anschaut, dann kann man Hoenn mit Reichhaltigkeit oder Üppigkeit übersetzen. Das soll sich auch in der Reichhaltigkeit der Spielfunktionen widerspiegeln. Wenn man zum Beispiel an die Geheimbasen denkt, hat man dort jede Menge Gestaltungsoptionen als Spieler. Oder wenn man über die Routen läuft, dass man die Rufe von verschiedenen Pokémon hört. Solche Details bauen wir gerne ein. Je nach Schauplatz und ob eine Spielfunktion zu dem jeweiligen neuen Thema passt, wird ausgewählt, welche Funktionen jeweils in einem neuen Spiel enthalten sein sollen. Vielen Dank. Eigentlich hatte ich noch eine Frage, aber mir wurde gerade schon gesagt, dass ich nicht mehr viel Zeit habe. Deswegen würde ich sehr gerne ein paar meiner Teams checken lassen. Denn ich habe mir mal selber eine Top 4 überlegt und da würde mich doch sehr interessieren, was Mitarbeiter von Game Freak persönlich dazu zu sagen haben. Gerne. Mir ist natürlich klar, dass diese Teams so niemals in einem Spiel vorkommen könnten, aber ich dachte mir es mal zu versuchen, das Bestmögliche aus den Typen rauszuholen. Da hätten wir also Psycho, Stahl, Boden und Wasser. Ein schillerndes. Wurden die aus Rubin und Saphir importiert? Teilweise. Manche sind aus Carlos und manche wiederum aus allen möglichen anderen Regionen. Eine Reihe ist ein Team. Das Sandsturmteam ist wahrscheinlich das stärkste. Hat sich tatsächlich so herausgestellt. Knackrack ist extrem stark. Also bisher hat niemand das Bodenteam auf den ersten Versuch geschlagen. Mit welchem Pokémon verbindest du aus diesen Teams die meisten Erinnerungen? Aus denen? Metagross, ohne Frage. Warum? Wenn ich damals an Kraft oder an Ehrfurcht gedacht habe, dann war das für mich immer Metagross. Extrem tolle Teams. Wenn ich sehe, dass Spieler wie du so extrem viel Zeit in die Sache stecken, macht es mich froh, dass ich an der Entwicklung der Spiele beteiligt bin.
Das gibt mir neue Kraft. Hast du schon einmal an den Meisterschaften teilgenommen? Ich habe es vor. Dieses Jahr hatte ich an dem Tag leider keine Zeit. Vielleicht trifft man sich ja nächstes Jahr bei der Weltmeisterschaft. Ich hoffe doch. Ich hoffe, dass du alle durch Pokémon Bank mitnehmen wirst. Wirklich extrem tolle Sammlung. Vielen lieben Dank. Ja, wie ihr sehen konntet, hatten wir alle sehr viel Spaß und interessant war es obendrein auch noch. Ja, und ich wünsche euch an dieser Stelle jetzt erst einmal viel Spaß mit Pokémon Omega Rubin und Pokémon Alpha Saphir. Die Tage wird noch ein Vlog online gehen von unserer ganzen Reise hin und zurück nach Mailand und so weiter und so fort. Werdet ihr dann auch noch alles sehen. Aber bis dahin erst einmal, ciao!